Moin Moin Leute, ich bin Lincoln's Brain oder Infodigatic und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Undertale Yellow im No Mercy Run. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben an den Crossroads und wollen mal schauen, wo es weitergeht. Oh boy, Tallywiz! Ja, wollen wir den doch erstmal direkt als erstes aus dem Weg räumen. Oh boy, oh Gott, ist der traurig. Time to go on commercial break. Seen it. Oh Gott, ist der traurig. I hate reruns. Mein Herz bricht. Give me something new. Das ist sehr, sehr traurig. Oh boy. Okay, dann gucken wir mal, wie viele wir hier finden werden auf diesen Wegen. Hier sind auch wahrscheinlich jetzt nur Televis. Am Start. Boah, die Musik hier ist so ein Banger. Ich habe auf jeden Fall immer noch ein bisschen Sorge, weil wir sind jetzt ja immer noch hier in den Steamworks und eigentlich das nächste, was jetzt ansteht, ist ein Kampf gegen Axis. Und ich bin ein bisschen besorgt zu sehen, wie der Kampf so werden wird. Oh Gott. Gut, viel Schaden hat es jetzt nicht gemacht. Ein Glück. Oh, hi. Man muss auch dazu sagen, es ist alleine gruselig, weil anscheinend hat sich ja Undertale Yellow dazu entschieden, dass man im No Mercy Run höchstens Level 12 werden kann, damit man auch nicht irgendwie OP wird oder so. Und Level 12 ist wahrscheinlich auch schon gar nicht so schlecht, aber ich würde gern ein höheres Level haben, um mehr Schaden zu machen. Möglicherweise. Gerade bei den Fights, die noch so kommen werden. Aber es soll bei Level 12 stehen bleiben. Denn wir erhalten weiterhin 0 XP. Es geht nicht hoch. Waren das eventuell jetzt schon alle hier auf dieser Ebene? Ich könnte es mir vorstellen. Ja. Ich habe es mir fast gedacht. Okay, hier oben geht es rein. Hier konnten wir nicht rein im Pacifist Run. Ha? Ein komplett neuer Weg, ha? Huh? Wow. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt von deinen Fähigkeiten. Den Skill, den du haben musst, um alle hier abzuknallen. Ist einfach inspirierend. Mhm. Ist hier ein Kuchen in einem Käfig? Ein Kuchen in einem Käfig? Soulsborg is ready to put your culinary skills to the test. Ein Chefkoch. Sweet or savory? Bye-bye. Auch er gibt uns leider keine neuen Erfahrungspunkte. Nichts Gutes. Okay. Gut. Wir werden hier auf jeden Fall natürlich auch erstmal nochmal alle platt machen. Weil ich glaube, wir sind nicht weit. Man hört ja die Musik schon, wie langsam die wird. Ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, dass gleich da steht, but nobody came. Das sollten wir bald erreicht haben. Oh je. Oh, nicht der Sprüher. Ich hasse den Sprüher. I hate it. Obwohl der eigentlich so einfach ist zum Ausweichen, aber irgendwie will es mir nicht in den Schädel. Let's wash up. Ist die Musik langsam? Junge. Sehr gut. Wie viel wartet hier noch auf uns, ha? Ich frage mich, ob es neben den Speicherpunkten so eine kleine Safe Zone gibt. But nobody came. Das wollte ich hören. Okay. Wir hatten unseren Spaß in diesem Ort, aber ernsthaft. Das war einfach nur eine
eine große Verschwendung unserer Zeit für uns beide. Stimmst du mir nicht zu? Du hast doch gesagt, dass du Asgore besiegen würdest, oder du hast gezeigt, dass du ihn besiegen würdest von der Langeweile. All das hier ist einfach zu viel, weißt du? Also lass uns einfach jetzt zu dem Castle gehen und nicht mehr irgendwelche dummen Kämpfe hier haben. Behalt deine Energie für den Kampf, der am wichtigsten ist. Vertrau mir, Kumpel. Es klingt so, als ob der Kampf gegen Asgore doch gar nicht so easy wird. But nobody came. Mhm. Okay, hier gibt's nichts. Oh. Test Tubes. Power low. This door is sealed, so. Diese Tür ist abgeschlossen, also lass uns alleine bitte. Ich weiß, warum du hier bist. Aber ich kann's erklären. Ein Brute Force wird dich hier nicht weiterbringen. Versuch so viel, wie du willst in den Steamworks. Aber wir alle, wir sind Überlebende. Ja, wir gucken mal. Er ist weg. Also, was ist jetzt der Plan? Diese Tür ist hinter den Fähigkeiten, also schau mich nicht so an. Hab ich mir schon angeschaut. Der Fabrikflügel, richtig? Ja, der Ort hat mehr Locken als ein Hair-Saloon. Das nennt sich Humor, aber ich glaube, davon hast du noch nie gehört. Gott, und ich dachte, ich hätte keine Seele. Okay, lass mal schauen. Wie hat der denn links und rechts geguckt? Okay, hier ist auf jeden Fall eine Menge Müll, was hier rumliegt. Und ich weiß, du bist so ein Typ, der überall drauf schießt und nicht nachdenkt, aber einmal solltest du vielleicht kreativ werden. Ich weiß, schockierend, das ist schon erschreckend. Ich weiß, aber ich habe gesehen, was dein Hirn für eine Arbeit vorher gemacht hat. Also versuch das einfach. Ich muss gehen. Okay. Reading. Parmesan and Red Pepper. Rejection Message. Okay. Cola mit Mentos oder was ist das? Soda and Minz. Verdict. Rejection Message. Na toll. Weiß nicht, was wir hier haben. Oh, ich darf nicht rennen. Fup. Reading. Neon. Rejection Message. Reading. Sodium. Rejection Message. Na klar. Was hiermit? Reading. Mustard. Rejection Message. Senf. Also. Helium. Rejection Message. Natürlich. Klar. Keine Frage. Endlich Freitag. Der Partypopper. Was liegt er denn hier rum? Reading. Party Popper. Verdict. Rejection Message. Natürlich. Wahrscheinlich wird es irgendwas hiervon sein. Oder man muss wirklich alles reinwerfen. Reading. Astatine. Rejection Message. Today's assignment, compound mixing. The head office said we have free use over the compound computer for today. They also said the machine exploding and killing us all is a risk they're willing to take. So grab anything you can and toss it in. Okay, was haben wir da gerade mitgenommen? H2O? Heals 20... Nee, das haben wir woanders her. Wir haben irgendwelche... Mail! Mixing it up! Entering the field of chemistry can be tough. Maybe you never went to college. Maybe you find it hard to grasp complex equations. Maybe you were kicked out of your high school science class for developing poison. We're all different, but we all share one similarity. Magic! It's easy to rely on magic in the day-to-day, but have you ever wondered what it would be like to live without it? What would we do if we couldn't light a fireplace with a snap of our fingers? Spawn weapons out of thin air? Use wings to soar above the trees? Sleep? That's where science come in. Nature's magic, elements or compounds make up most of the undergrounds as we know it. When you combine two or more compounds, you can create amazing things. For example, by taking the compound oxygen and smashing it together with two hydrogen compounds, you get dihydrogen oxide, also known as water. Catchy name, huh? Here you try. Let's say you want to melt through a high security safe to become rich, hypothetically. The solution you would need is called hydrochloric acid, which involves the two compounds. Fill in the blank to empty the banks. Unfocused and rushed, why did you write a worksheet problem in a reflective essay? Mhm. Gut. Man könnte denken, dass das eine Titanium. Rejection Message. Aber da steht ja auch Power Low. Müssen wir vielleicht erstmal die Power erhöhen? Dass wir hier überhaupt irgendwas mixen können? Hydrogen. Verdict. Exception.
Compound One. Okay, man braucht Hydrogen und Ketchup? Nee. Hydrogen. Und das hier, was auch immer das ist. Rutherfordium. Auch nicht. Okay. Was haben wir denn hier noch? Gold! Na klar! Fupp! Gold? Rejection. Kann nicht wahr sein. Ich weiß auch gar nicht, woher ich hier das... Ach, ich hole das hier aus den Schränken anscheinend. Okay. Was haben wir hier? Chlorin? Nice. Items ready. Approach terminal. Change move direction. Reach the target compound. Happy mixing. Einfach ein Minigame. Ich will nicht drüber reden. Nein! Nein! Boom! Mix successful! Nice! Your item is ready! Dann wollen wir das Item doch mal nehmen und damit das Schloss aufmachen. Sehr gut gemacht, Clover. Das sollte auf jeden Fall das Schloss hier aufschmelzen. Aber sei sehr vorsichtig, während du das verwendest. Acid. Boah, wie geil sah es aus. Hallo? Na? I'm trying to grow energy plants, but I always end up with these leafy things. They smell like honey and won't stop making trumpet noises. Why does this keep happening to me? White plant. Warum machen sie Trompetengeräusche? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Verschlossen. Wo seid ihr? Okay, da ging es jetzt gar nicht erst rein. But nobody came. Ich wollte gerade schon sagen, hier ist doch niemand mehr. Wer soll hier denn jetzt gerade noch kommen? Mhm. You hear the whirring of cooling fans inside the hot console. Best leave it be. Okay, dann lassen wir das einfach mal so. Und gehen weiter. Irgendwo muss Access doch noch auf uns warten, oder nicht? Aber das kommt, glaube ich, jetzt hier hinter einer Tür gleich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich... Take it. Klar. Wahrscheinlich jetzt hier den nächsten Bossfight haben, ha? Huh? Hallo, Access! Ich habe alles, was ich gemacht, was ich tun konnte. Ich konnte nur ein paar retten, aber... Jetzt weiß ich, du wirst diesen Ort hier unbefriedigt verlassen. Das gleiche Schicksal, das die vielleicht erwartet hätte. Aber ich werde nicht weiter vor dir wegrennen. Diese Kanone des Todes, die du bei dir hast, ist stark. Aber wie du sehen kannst, habe ich eine Waffe selber mir in die Hand gelegt. Und jetzt, wie die Kinder es sagen, come at me. Access Model 14, ready to defend. Dann wollen wir doch mal gucken. Erstmal gucken, dass ich hier viel zu viel Schaden kriege. Can't hold out forever. Er wird das nicht ewig hochhalten können. Okay. Okay. Das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Granola. Wir kriegen ganz schön viel Schaden. Das ist ganz schön peinlich. Yo!
Was? Ich kann nicht anders, als zu denken, dass das Karma ist. Aber ich denke, ich sollte dich immer noch wiederbeleben. Ist das dann eigentlich egal, wie wir schießen? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das ist ein Fight, den muss man einfach x Züge aushalten. Der wird so und so viele Angriffsmuster haben. Und irgendwann wird das fallen lassen. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin faktisch zu doof für sowas. Und wenn die Bomben jetzt gleich kommen, ist eh vorbei. Scheiße, kommen die jetzt schon? Oh ja, ciao. Wie soll man dem ausweichen? Was bitte? Wie soll das denn gehen? Das wird eine Katastrophe. Und wir sind noch nicht mal beim letzten Bossfight. Der sollte mich nicht so aufhalten, glaube ich. Boah, da getroffen zu werden, ist so peinlich. Wenigstens da jetzt schon mal ein bisschen besser gewesen. Können wir den nicht dazu bringen, dass er das einfach runterlässt? So, und jetzt kommen die Bomben, richtig? Okay, die Bomben explodieren, wenn man in der Nähe ist. Alright. Ich check diese Bomben nicht. Ich checke sie nicht. In your way. Ja, er ist wirklich in meinem Weg. Lass los. Und jetzt noch zusätzlich das dazu. Ist das blöd. Welcher Mensch auf der Welt würde das Muster verstehen? Niemand. Was war das? Kacke. How long are you going to do this? My shield is impervious to your bullets, so you should give up. Okay, ich sollte aufhören angeblich. And anyway, as I said before, I can explain everything to you. You see, I do not have the freedoms you have. Ich habe nicht die Freiheiten, die du hast. My programming. I had no choice. Ich wurde dazu gebracht, dass ich die Menschen neutralisieren soll. Warte, was ist hier los? Warte, bitte, hör auf! Es tut mir leid!
Du hast gewonnen und 200 Erfahrungspunkte bekommen. Wir sind Stufe 19. Was war das? Clover, was? Okay, nee, das ist okay. Das kann auf jeden Fall sehr wichtig werden, wenn wir... Warte, wo gehst du hin? Ich rede immer noch. Need to find an exit. Reden wir darüber, was du gerade getan hast? Es reicht mir jetzt wirklich mit deinem Verhalten. Ich habe dich so lange geheilt und jetzt muss ich mit damit hier klarkommen? Hast du schon mal gehört, dass man nicht die Hand beißen sollte, die dich füttert? Aber oh, es ist okay, um Flowey zu beißen, weil er hat keine Hände. Naja, musste ich ja. Ich hab ein Versprechen gemacht, dir zu helfen auf dem ganzen Weg bis zur Burg. Also werde ich das auch tun. Just had to make, ich musste einfach nur meiner Wut freien Lauf lassen. Ein bisschen Respekt geht einen langen Weg, weißt du? Wow. Wir haben Access einfach through those doors. Wir haben Access einfach komplett neutralisiert. Und sind Level 19 geworden. Boy. Und jetzt sind wir hier oben angelangt, hä? Huh? Gab's hier noch irgendwas? Hier ist der Club gewesen. Der Dance Club, aber niemand ist hier. Weil die alle evakuiert worden sind. Da ist ein Roadblock. Da sind ja die Spinnen. Can't see in. Locked. Natürlich, abgeschlossen. An enemy is nearby. Ein Gegner ist in der Nähe. No response. A dumpster. The end lies beyond. Let justice be done. Steht der hier oben? Wir haben keine Heil-Items. Das machen wir nicht. Das geht nicht. Du hast mich also gefunden. Sehr einfach, wenn so wenige nur noch hier sind. Du verschwendest keine Zeit, hä? Huh? Weißt du, mein ganzes Leben wurde mir beigebracht, dass Menschen die Gegner sind. The truth stared right at me, but I choose. Ich habe gesehen, dass die Wahrheit mich genau angeblickt hat, aber ich habe trotzdem weggesehen. Ich habe versucht, das Gute zu sehen. Ich wollte daran glauben, dass es nicht wahr ist. Aber du, jede Ounce des Guten hast du schon begraben. Ist mir egal, ob deine Motivation nobel war. Es ist mir egal, ob das einfach nur eine komische Idee von Spaß für dich ist. Nichts kann deine Sünden irgendwie rechtfertigen. Ich bin weggerannt. Zweimal hätte ich was anders machen können. Hätte härter versuchen können. So viele Tode verhindern können. Aber ich wusste, dass die Chance sehr knapp war. Ich war viel zu limitiert in meinem vorherigen Status, aber jetzt, das ist jetzt meine Verantwortung ganz allein. Du hättest mich besiegen sollen, als du die Chance hattest. Clover, dein Terror endet jetzt. Holy! Sieht das geil aus. Okay, wir müssen auf jeden Fall oben auf ihn schießen. Und wir können dashen. Der Zenit von Monsterkind. Wir müssen erstmal seinen Brustpanzer zerstören, um überhaupt angreifen zu dürfen. Und wir haben überhaupt keine Heil-Items. Das ist eine Katastrophe. Erinnern. A moment of remembrance is taken. Das werden wir nicht überleben.
Guck mal, wie wenig Schaden wir da oben machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wie man das überleben soll. Also wenn man wahrscheinlich Items hätte, wo man sich zwischendrin heilen könnte. Ajo! 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 Ja! Okay. Autofire. So, wir machen mal ein Continue ab dem Ort. Welcome back. Ruhe. Man könnte dort zurückgehen, um sich Items vielleicht zu holen. Ich frage mich allerdings, ob man oben trotz dessen rein kann, auch wenn oben auf uns gewartet wird. Ob man da vielleicht Items klauen kann. Aber wahrscheinlich darf man da erst hin, wenn man den Fight besiegt hat, richtig? Und man sollte dann jetzt gerade zurückgehen und sich da Items holen. Oh, obwohl? Well, virtue gets around. This is what you get when you toss out subtlety. Waging war without care for repercussions. I tried to warn you, but it's too late now. Play it cool from here on out, will you? Also hier kann man sich jetzt auf jeden Fall Items klauen. 10 Defense. Ist natürlich nett. Das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Gut, ich habe eventuell gerade nicht das Defense-Patch ausgerüstet, sondern ich habe ein Heil-Item verwendet. Obwohl ich voll bin. Freunde, im nächsten Part sehen wir wahrscheinlich den schlimmsten Bossfight aller Zeiten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Er sah sehr, sehr krass aus. Und beim nächsten Mal wird er fallen. Aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.